Und damit herzlich willkommen in der Konferenz. In Sinsheim ist der HSV zu Gast, der nach dem 3:2 gegen Schalke heute die nächsten 3 Punkte im Abstiegskampf einfahren will. In Berlin ist Köln zu Gast, die wollen das natürlich anders sehen. Stuttgart gegen Hannover wohl das unspannendste Spiel von der Ausgangslage her. Leverkusen gegen Frankfurt, da wird sich noch um die Champions-League-Plätze gestritten. Mit den ersten Eindrücken aus der Sinsheimer Wirsol Rhein-Neckar Arena gehen wir in die Hauptstadt nach Berlin. Und für den ersten FC Köln ist das mal wieder ein Endspiel. Aber davon hatten sie in dieser Saison, in dieser Rückrunde schon so viele. Das dürfte sie nun auch nicht mehr aus der Fassung bringen. Das 1:1 gegen Mainz war mal wieder erschütternd und ernüchternd zugleich. Heute soll es in Berlin, die nun wirklich nicht gut drauf sind, gegen Gladbach zwar gut spielten, aber keine Punkte mitnehmen sollten, ebenfalls mal wieder klappen, wie für den HSV mit dem Dreier. Und in Leverkusen schauen wir auf die Elf der Gastgeber im 1:1-Duell gegen Frankfurt. Soll es eben darum gehen, den vierten Platz oder vielleicht sogar den dritten zu forcieren, gegebenenfalls ja sogar noch den zweiten. Das ist ja oben alles richtig eng. Wichtig jedenfalls für Leverkusen, hier und heute einen Dreier einzufahren und sich damit weit von Frankfurt entfernen zu können für die letzten 4 Spieltage, dann mit einer guten Ausgangslage ins Finale der Saison zu starten. Gehen wir nach Stuttgart, da ist Hannover zu Gast. Und für beide Teams war es in der letzten Woche so ein wenig wie, ja, wir sind beide aufgestiegen in der letzten Saison, wir haben beide vorzeitig den Klassenerhalt geschafft. Bei Hannover ist es noch so ein wenig in der Schwebe, aber Stuttgart trennt auch nur 2 Punkte zum Niedersachsen-Top-Club. So muss man es ja in dieser Liga sagen. Wolfsburg ja noch weiter hinten oder unten in der Tabelle zu finden. Der VfB konnte sich leider in Dortmund aus ihrer eigenen Sicht nicht durchsetzen und dementsprechend wird es wohl nichts mit der Euroleague. Wir gehen aber nach Sinsheim, da ist es am spannendsten und da geht's schon los. Genau, der HSV streitet hier in den rosanen Jerseys zum Anstoßpunkt. Von rechts nach links soll es hier in der ersten Halbzeit rangehen bei herrlichem Wetter in der Sinsheimer Arena. Und Hoffenheim, wie eben logischerweise dann in den blauen Trikots, möchten das 1:1 in Frankfurt wiederholen bzw. sogar noch besser machen. Sie lieferten gut ab und da konnten sie dann eben bei starken Frankfurt dann 1 Punkt mitnehmen. Der HSV allerdings, das 3:2, wie auch schon vorhin angesprochen, war ein Lebenszeichen im Abstiegskampf. Soll heute natürlich am besten mit einem Dreier vergoldet werden. Wir gehen allerdings mit den ersten Eindrücken aus Sinsheim erstmal nach Berlin. Wo die Hertha gerade eine gute Möglichkeit hatte, Timo Horn auf der Linie oder kurz vor der Linie musste eingreifen. Hector wäre auch sonst noch zur Stelle gewesen und die Hertha damit jetzt mit einem Eckstoß von der linken Seite. Und für die Berliner gilt es ja noch so ein wenig Augen auf nach unten. Allerdings 36 Punkte sollten mit 9 Punkten 5 Spiele vor dem Ende eigentlich reichen, um den Klassenerhalt sicher zu haben. Aber spielerisch kann sich da noch einiges tun. Die Berliner Fans sind auch nicht sonderlich zufrieden. Jetzt kommt aber Köln Tor in den Strafraum. Und Clemens nochmal. Dann gehen wir nach Stuttgart. Ab dahin. Schöne Chance hier von Köln. Aber zum Tor nach Stuttgart bitte. Natürlich ist es Martin Hanik. 0:1, 9. Spielminute. Der Gast aus Hannover ist in Führung. 38 Punkte nun auf dem Konto. Ebenfalls wie der VfB Stuttgart kann sich durch das bessere Torverhältnis Stand jetzt sogar am Gastgeber vorbei stehlen. Für Zieler ist hier nichts zu machen. Und Martin Hanik, der schon in der zweiten Bundesliga gegen seinen Ex-Club Stuttgart getroffen hatte, ist auch hier wieder erfolgreich. Also die frühe Führung für Hannover hatte sich jetzt hier in der Anfangsphase nicht unbedingt angedeutet. Eigentlich eine abtastende Anfangsphase in der Mercedes-Benz-Arena. Allerdings eben jetzt das frühe 0:1. Und die Frage ist, wie kann der VfB Stuttgart das verkraften? Die erste Niederlage unter Korkut mussten sie gegen Dortmund hinnehmen. War auch ärgerlich in der Entstehung. Da wäre durchaus zumindest ein Punkt drinne gewesen. So
müssen sie sich damit abfinden, 3:0 deutlich zu hoch in diesem Ergebnis verloren zu haben. Jetzt kommen sie allerdings und wie Dennis Aogo direkt mal mit der Antwort um ein Haar. Der Ausgleichstreffer, das war nicht ungefährlich. Der Linksfuß aber knapp am rechten Tor vorbei, am rechten Pfosten. Wir geben eine Runde weiter. Wo wir in Leverkusen landen, wo es ebenfalls noch torlos 0:0 steht nach einer knappen Viertelstunde. Leverkusen etwas besser in der Bewegung nach vorne. Der wirklich aufregende Torschuss fehlt uns allerdings noch. Auch hier in der Bay-Arena. Jetzt kommen sie mal über Kai Havertz, der schon im Strafraum ist. Der Abschluss allerdings kommt nicht zustande, weil Kevin Prince Boateng dazwischen ist und möglicherweise jetzt für Frankfurt die Möglichkeit zum Gegenangriff. Nein, auch das kommt nicht zustande. Viele Ballverluste, Sie sehen das hier immer wieder, Fehlpässe. Davon diese Anfangsphase hier geprägt. Der Ballbesitz wechselt sich hier beinahe sekündlich, um es etwas überspitzt zu formulieren. Im Endeffekt noch keine gute Chance nach knapp 20 gespielten Minuten. Wir werden jetzt in Kürze weitergeben, wenn sich hier nicht mal die erste Möglichkeit ergibt. Kevin Volland, jetzt ist sie eben doch da. 22. Spielminute, na endlich mal der erste Abschluss für Leverkusen. Und damit geben wir weiter nach Sinsheim. Wo sich die Sinsheimer mit den Hamburger Gästen einen offenen Kampf bieten. Auch die großen Torchancen bleiben hier noch weitestgehend aus. Es ist aber eine Partie, in der beide versuchen, nach vorne Fußball zu spielen. Aber auch die ein oder andere Unsicherheit ist zu erkennen. Rick van Drongelen mit dem Querschläger. Was macht er das? Herrscht Gnabry auf Adam Scholloy. Allerdings bügelt Gideon Jung das Ganze wieder aus. Und jetzt möglicherweise der Gegenangriff. Nein, wieder der Fehlpass. Ähnlich wie in Leverkusen. Die Partie hier zwar von Kampf und Leidenschaft geprägt, allerdings noch keine großen Möglichkeiten. Jetzt die Flanke von Kader Rehbeck, aber direkt in die Arme von Julian Pollersbeck. Und mit diesen Eindrücken aus Sinsheim, wo es nach einer halben Stunde 0:0 steht, gehen wir nach Berlin. Wo die Kölner eine sehr gute Tormöglichkeit hatten, gerade Cosiello aus der Distanz, haarscharf am linken Torpfosten vorbei. Jahrstein wäre wohl vergeblich geflogen, so kann er sich den Ball jetzt zum Abstoß zurücklegen. Eine durchaus unterhaltsame Partie. Berlin ja in den vergangenen Wochen und Monaten so gar nicht mehr richtig im Tritt. Die Elf von Paul Dardai spielt nicht mehr das, was man insbesondere in Teilen der Hinrunde gesehen hat. Und so kommen immer wieder langweilige Heimauftritte zustande. 0:0 gegen Wolfsburg, 0:0 gegen Freiburg hieß es hier in den letzten beiden Heimspielen. Das soll verhindert werden. In Gladbach lieferte man dann eine gute Partie ab, verlor allerdings 1:2. Und hier kommen sie nicht wirklich nach vorne, weil Köln erstmal gut und kompakt steht. Das 1:1 gegen Mainz müssen sie verarbeiten, konnten sie bislang ganz gut machen. Sie stehen hinten kompakt. Einzig und allein der hundertprozentige Abschluss konnte noch nicht seinen Erfolg finden. Wir gehen weiter. Und in Stuttgart legt sich gerade Ron-Robert Zieler den Ball zum Abstoß zurecht, wie wir das eben schon bei Jahrstein gesehen haben. Die frühe Führung von Hannover kann sich hier bis dato durchziehen. Es ist eine verdiente Führung. Stuttgart hatte zwar die Möglichkeit, unmittelbar nach dem 0:1 direkt auszugleichen. Aogo vergab die Chance allerdings und so dementsprechend weiterhin der Rückstand, dem sie hier hinterherlaufen. Gomez und dann ist Sané dazwischen und sie bekommen den Ball jetzt auch geklärt. Eine von einem frühen Tor geprägten Partie steht jetzt eben kurz vor der Pause. Weiterhin 0:1. Pavard mit dem Fehler schenkt hier einen Eckball daher. Allerdings schauen wir uns den nicht mehr an, sondern nochmal die Chance von Bebu. Und dann gehen wir weiter nach Leverkusen und landen auch direkt hier. Wir sind schon ein bisschen früh drauf. Und gerade kommt Julian Brandt mal über die rechte Seite. Auch hier steht es nicht überraschend wie in den zwei anderen Stadien, bis auf Stuttgart, ebenfalls noch torlos 0:0. Es hat sich bislang auch noch kein Team diese Führung verdient. Die potenzielle Führung, die hier allerdings, wie gesagt, noch ausbleibt. Und langsam sollten sie
besonders die Leverkusener mal ein bisschen mehr nach vorne bringen. Frankfurt wird mit diesem 0:0 am Ende zwar auch nur schweren Herzens leben können, denn als direkter Konkurrent von Leverkusen muss man hier natürlich eigentlich den Big Point mit dem Dreier landen. Jetzt kommen sie auch nochmal vor der Pause über die rechte Seite mit Danny Da Costa. Der kriegt die Flanke rum. Super Flanke. Fabian an den Pfosten und dann Sebastian Haller. Die beste Chance der Partie. Fabian an den Pfosten mit dem Kopf und dann Haller aus schwieriger Drehschussposition leicht über den Kasten hinweg. In den anderen Stadien ist ebenfalls Pause. Steht hier 0:0. Wir schauen kurz in der Pause auf das Tor in Stuttgart. Genau, hier sind nochmal die Ergebnisse der Halbzeit im Überblick. 3x0:0 und in Stuttgart führt der Gast aus Hannover mit 0:1. Martin Harnik war es da, der auf Auflage von Ivar Fossum, schönes Zusammenspiel, das 0:1 erzielt gegen seinen Ex-Club. Das 8. Saisontor für Martin Harnik markierte hier bislang den einzigen Treffer in der Konferenz. Jo, und hier mache ich in der Pause nochmal kurz Schleichwerbung. Eine halbe Minute dauert es ungefähr, dann geht es auch mit der zweiten Halbzeit los. Quotenwilli checkt auf jeden Fall oben aus. Sehr gute Prognosen und Infos zum aktuellen Spieltag. Dann würde es mich auch freuen, wenn ihr mir ein Abo dalassen würdet oder einen Daumen nach oben, wenn euch das Ganze gefällt. Und die Information für morgen um 14 Uhr kommt dann auch die Prognose mit allen anderen Spielen, unter anderem das Derby Schalke gegen Dortmund. Ansonsten jetzt viel Spaß mit der zweiten Halbzeit, weiter geht's. Und jetzt fallen noch ein paar Tore, versprochen. Zurück in Sinsheim, hier sind wir wie schon in der ersten Halbzeit am nächsten dran. Die Partie läuft hier bereits wieder pünktlich um 16.30 Uhr, wurde wieder angepfiffen. Der HSV mit dem Punkt könnten sie sicherlich nicht sonderlich gut leben, auch wenn Hoffenheim momentan nicht schlecht drauf ist. Köln ja im letzten Heimspiel 6:0 geschlagen, dann in Frankfurt ein stabiles 1:1, nichtsdestotrotz für den HSV wäre ein Punkt eigentlich zu wenig. Tor in Stuttgart. Das schauen wir uns doch direkt mal an. Geht ja gut los in der zweiten Halbzeit. Hier passiert nichts draus. Und es ist wieder Martin Harnik. Unglaublich, der Österreicher mit dem Doppelpack gegen seinen Ex-Club, gegen seine alte Liebe, in der er so viel Liebe in der Vergangenheit drin stecken hatte, sicherlich auch mittlerweile noch einige Gefühle für den VfB aufbringen kann. Hier ist allerdings kaltschnäuzig, schließt mit dem linken Fuß, unhaltbar für Ron-Robert Zieler ab. Und damit steht es nach 51 Spielminuten 2:0 für den Gast aus Hannover, womit sie eben weiterhin vor dem VfB in der ersten Tabellenhälfte stehen, auf Platz 9 eben jetzt Hannover und Stuttgart dahinter auf der 10. Die Frage ist, kann Stuttgart darauf jetzt antworten? Schon im letzten Spiel ja das ein oder andere Tor kassiert, was man unter Taifun Korkut kaum noch kannte, und besonders heimstark war der VfB in dieser Saison ja auch, stand jetzt aber stark Hannoveraner, die eben auch Werder schlagen konnte am letzten Freitag, beziehungsweise am Freitag vor einer Woche, treten hier mit einer breiten Brust an die Elf von Breitenreiter. Wir geben eine Runde weiter. Nach Berlin, wo es nach wie vor 0:0 steht. Und für Köln wäre es essentiell, hier einen Dreier mitzunehmen. Ansonsten haben sie keine Chance mehr, etwas zu reißen. Aber jetzt kommt erstmal Darida mit der Möglichkeit, vorbereitet auf Valentino Lazaro. Timo Horn ist in der Ecke. 5 Punkte Rückstand hat der Köln aktuell mit diesem 0:0. Da wäre es schon wichtig, den Dreier einzufahren. Allerdings müssen sie aufpassen, dass Hertha jetzt nicht kommt, denn die werden in der zweiten Halbzeit gerade stärker. Kalou auf Vedat Ibisevic, der sich da durchsetzen kann, macht da richtig gut. Vedat Ibisevic auf dem zweiten Pfosten, steht Valentino Lazaro eben ja noch mit dem Schuss und jetzt ist der Ball im Tor. 63. Spielminute, Hertha führt mit 1:0 und der erste FC Köln scheint damit der zweiten Liga, man muss es ja so sagen, dem nächsten Schritt entgegengegangen zu sein, und viele fehlen da nicht mehr,
damit das auch die Realität wird. Damit sind es jetzt 6 Punkte Rückstand auf Mainz, die noch ein Spiel weniger haben. Und eben auch das deutlich bessere Torverhältnis besitzen. Mit diesem Tor, das erste in Berlin am heutigen Nachmittag, wechseln wir erstmal ins nächste Stadion nach Leverkusen. Da steht es noch torlos 0:0. Córdoba jetzt mit einem Abschluss, allerdings zu ungefährlich. Wo gerade Leverkusen nach vorne kommt, allerdings ist Gacinovic dazwischen gewesen. Hält den Körper rein, so dass der Schuss von Charles Arangis nicht das Tor finden konnte. Allerdings Eckstoß jetzt für die Leverkusener. Volland bringt den rein, aber sowas von schwach geschlagen ins Niemandsland. Da standen nur Frankfurter. Fabian leitet gegebenenfalls den Gegenangriff ein. Nein, Barkok vertändelt mal wieder den Ball. Und das ist hier wirklich keine Partie, bei der man sagen kann, hier spielen zwei Champions League Aspiranten. Muss man so hart sagen, momentan ist das nicht das, was man von beiden Tor in Teams Stuttgart erwartet. Und jetzt nach Stuttgart, die Entscheidung, oder ist der VfB wieder zurück in der Partie? Der VfB ist wieder da, Daniel Ginczek macht den Anschluss in der 67. Spielminute und damit ist wieder viel mehr drin in dieser Partie. Gomez mit der Vorlage. Dann Gentners Schuss, der irgendwie abgefälscht wird, vor die Füße von Daniel Ginczek breit und für Philipp Schauner ist da nichts mehr zu machen. Sané ist bedient natürlich. Ein unnötiges Tor, denn dieses 0:2 wirkte ein bisschen wie ein Ruhekissen. Das hat Hannover zu ruhig genommen und dementsprechend die Quittung dafür kassiert. Es steht nur noch 1:2 in einer Partie, in der jetzt wieder einiges an Fahrt hinzugekommen ist in den letzten Minuten und dementsprechend das 1:2 fast eine logische Konsequenz. Und noch 20 Minuten, sogar über 20 Minuten noch Zeit für Stuttgart, das auszugleichen und wieder in die erste Tabellenhälfte zu gehen. Allerdings kommen sie hier gerade nicht so gut nach vorne, doch vielleicht Ginczek, Gomez ist das, Mario Gomez, allerdings verliert er den Ball. Wir geben weiter. Wo wir wieder in Leverkusen landen und die Frankfurter gerade in einer guten Aktion nach vorne unterwegs waren, allerdings ohne größeren Erfolg. Aber die Partie wird jetzt tendenziell etwas stärker, weil auch der Gast aus Frankfurt merkt, hier geht eigentlich mehr als dieses 0:0, denn Leverkusen ist nicht sonderlich gut drauf. Viertelstunde noch zu gehen, jetzt kommen allerdings die Leverkusen aber wieder zu schwach. Da sind die Frankfurter in dieser Saison einfach so stabil. Solche Bälle, die schwach von der Außenseite hereingetragen werden in den 16er, einfach zu klären, ohne dabei größere Probleme zu verspüren. Und jetzt eine gute Kontermöglichkeit. Timothy Chandler allerdings mit dem Ball nicht so schnell wie Hendricks ohne, kriegt trotzdem die Flanke. Allerdings Jedwai erstmal mit dem Klärungsversuch. Kevin Prince-Boateng nimmt sich da mal einer. Das Herz, Tor in Sinsheim, das geht natürlich vor. Jetzt wird es spannend für den HSV oder für die TSG. Der HSV führt mit 0:1. 10 Minuten vor dem Ende macht der eingewechselte Jan Fiete ab den Führungstreffer für den HSV. Und nachdem sie letzte Woche schon mit dem Big Point gegen Schalke die Hoffnungen am Leben gelassen haben, ist es jetzt Jan Fiete ab, der den Ball von Bakary Yatta, der auch eingewechselt wurde, bekommt. Und den Ball unhaltbar für Baumann in die Maschen zimmert. Unglaublich, der HSV glaubt wieder an sich. Der HSV lebt wieder und ist mittendrin im Abstiegskampf. Jetzt sind es nur noch 2 Punkte Rückstand auf Mainz. Auch natürlich, wenn die am Montagabend noch zu Hause gegen Freiburg die Möglichkeit haben, das wieder auszubauen. Nichtsdestotrotz, Tor in Berlin! Wichtig, dieses 0:1 und jetzt nach Berlin, da bin ich mal gespannt. Der erste FC Köln gleicht aus. Leonardo Bittencourt mit der Herzmassage für den Tabellenletzten aus Köln. 83. Spielminute, der Gästeblock ist schon mal wieder
mit ins Boot geholt. Schöner Abschluss ins kurze Eck. Keine Chance für Jahrstein. Zu präzise, zu kraftvoll geschossen. Und mit diesem 1:1 gehen wir erstmal nochmal rüber nach Stuttgart. Da ist es ja auch noch wieder spannend geworden. Und Stuttgart kommt gerade nach vorne. Benjamin, Pavard und Akolo. Mit dem weiten Ball allerdings zu fahrig gespielt. Salif Sané. Doch Hannover wird den Ball direkt wieder los. Es ist jetzt wirklich eine offene Partie. Das 2:2 locker denkbar in dieser Situation. Gomez kriegt den Ball allerdings nicht verlängert. Tor in Berlin. Jetzt ist aber was los. Um Himmels Willen hat der erste FC Köln entweder das 2:1 geschossen oder kassiert. Sie haben es geschossen. Der erste FC Köln. Doppelpack. Leonardo Bittencourt, der Gästeblock im Ausnahmezustand. Schon das 1:1 setzte einiges an Kraft frei. Und das konnten sie hier jetzt wieder ummünzen. Der erste FC Köln führt mit 2:1, ist damit wieder im Rennen. Wir wechseln nochmal zum 0:0 nach Leverkusen. Wo Frankfurt gerade nochmal eine richtig gute Möglichkeit hatte. Das hier eine andere Wiederholung, die wir nicht dazu zählen wollten. Aber jetzt gibt es nochmal einen Eckstoß. 3 Minuten noch zu spielen. Kann noch eine Mannschaft hier den Lucky Punch setzen? Mittlerweile ja die einzige Partie, die noch torlos 0:0 steht. Charles Arangis legt sich den Ball zum Eckball bereit. Jetzt, wie gesagt, noch 2,5 Minuten knapp zu gehen und Kevin Volland, der den Ball etwas vom Fuß zu weit abspringt und dementsprechend kann Frankfurt das erstmal klären. Gibt es die Kontermöglichkeit über Sebastian Aller, da gibt es allerdings Vorteil, abgepfiffen, Freistoß für Frankfurt aus dem Halbfeld. Wir starten in Tor die in Berlin. Nachspielzeit. Tor in Berlin. Die Entscheidung für Köln oder das Drama für die Geißböcke. Der Ausgleich, Hertha BSC kommt tatsächlich nochmal zurück und was für ein Tor von Niklas Stark, der Innenverteidiger, wo man sich fragen muss, wo hat der denn diesen Ball und diesen Schuss ausgepackt? Last-Minute-Ding, dem ersten FC Köln werden hier wieder alle Hoffnungen entrissen und dann ist es so ein traumhafter Schuss oben links rein aus 16 Metern. Von Niklas Tor Stark und Sinsheim. Keine Chance für Timo Horn. Allerdings jetzt in Sinsheim noch ein Treffer gefallen. Der HSV feiern oder trauern? Der HSV feiert. 93. Spielminute. Luis Holpi setzt dieser Partie den endgültigen Deckel auf. Natürlich Kontermöglichkeiten und Platz, der sich jetzt hier für den HSV er gab und Luis Holtby, der schon das 2:1 gegen Schalke erzielt hat, der von Tietz zurückgeholt wurde, macht hier die Entscheidung. Und mit diesem 2:0 ist der HSV wieder richtig gut im Business drinne. 2 Siege in Folge, das gab es zuletzt am 1. und 2. Spieltag. Der HSV wird diese Partie jetzt mit einem Sieg über die Linie bringen. Ein Wunder, dass nochmal angepfiffen wird. Allerdings ist es jetzt vorbei. Wir gehen nochmal nach Berlin. Da wird noch gespielt. Wo sich eine dramatische Schlussphase zuspielt. Und es gibt nochmal vermutlich Eckstoß für Köln. Skjelbred köpft den Ball ins Tor aus. Und die Kölner Fans sind dabei. Aber auch die Herthaner in der Ostkurve. Richtig on fire. Was für eine Schlussphase. In 7 Minuten 3 Tore. Und was für welche. In welcher Reihenfolge und in was für eine Abfolge. Jetzt nochmal der Eckstoß, allerdings erstmal geklärt. Kriegen sie den Ball nochmal rein. Die Nachspielzeit schon lange abgelaufen, das war's. Der erste FC Köln kann dieses 2:1 aus der 87. Spielminute nicht über die Zeit bringen. Wir gehen nochmal nach Sinsheim, wo der HSV wieder richtig dick im Business drinne steckt. Ein wichtiger Sieg, ein richtig essentieller Sieg für den HSV. Wir schauen nochmal auf die anderen Ergebnisse. Hertha Köln 2:2 eben gesehen. Hannover gewinnt 2:1 in Stuttgart und Leverkusen und Frankfurt trennen sich im Endeffekt mit 0:0. Aber hier in Sinsheim wohl das größte Ausrufezeichen an diesem
Nachmittag. Der HSV nur noch 2 Punkte nach 2 Siegen in Folge. Wer hätte das gedacht? Die Konferenz verabschiedet sich hiermit. Danke für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Jo, und hier seht ihr jetzt in der Übersicht nochmal die Ergebnisse der Prognose. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen und ein Abo freuen. Ansonsten alle Spiele, alle Tore eben mit allen Spielen in der Zusammenfassung seht ihr dann morgen um 14 Uhr ebenfalls auf diesem Kanal. Wie gesagt, checkt das gerne aus. Ansonsten jetzt viel Spaß mit der Bundesliga am Wochenende. Wenn man sich vorher nicht mehr hört, am Samstagmorgen wird es einen Livestream geben. Bis dann, schöne Woche und ciao.